Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ist ja gut. So, es gibt heute übrigens auch Essen. Und zwar eine süße Calzone mit Birnen. Ja, ist es denn drin? Gut jetzt. Der nächste Versuch, ich weiß auch, Sie zu Hause sitzen am Sofa und klatschen wie doll, aber jetzt geht es mal um die Küche. Ne? Es gibt nämlich eine süße Calzone, gefüllt mit Birnen und Nüsschen. Das Ganze nachher mit einem Nougat-Söschen verziert. Und wenn Sie wüssten, wer es macht, dann wissen Sie, dass es gelingt. Und ich werde eine Putensaltimbocca machen mit einem Wahnsinns-Kartoffelstampf. So noch nie da gewesen, mit einem Pilzrahm vom Allerfeinsten. Ja, aber... Danke. Gut. Wenn Sie glauben, bis jetzt wäre das Essen schon ein Highlight, dann ist nichts weiter wie der Gehweg zur Autobahn. Und das ist mein Johann. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ich freue mich auch natürlich, für Sie kochen zu dürfen. Und ich will es gerne mal versuchen, so zu beschreiben, wie der Horst das macht. Das ist nämlich so wie eine Radiosendung. Und heute gibt es wunderschönen Ceviche aus Jakobsmuschel. Dazu gibt es Karotten und Fenkel und Kartoffelstroh. Und dann gibt es einen Saltimbocca vom Seedorfel, schön mit Parmesan paniert. Dazu gibt es einen Zitronen-Thymian-Sojabohnenreis und eine Paprikasalsa. Also, Leute, ich glaube, theoretisch hört sich das gut an. Praktisch, das kommt jetzt. Aber erstmal begrüße ich ihn, den lieben Horst. So, Horst, ich muss sagen, was machen die beiden Hunde da vorne? Johann, ich habe mir gedacht, wenn wir beide Hunde wären, wären wir Dackel. Intelligent, schnell, jedem Fuchs auf der Spur und trotzdem hätte uns jeder lieb. Und, guck mal, hinten relativ kurz und knackig. Das also, wir wechseln das Thema und kommen zu unseren Gästen. Also ich kann nur sagen, lieber Horst, heute erstmal ein Österreicher an meiner Seite und jemand, der mich auf jeden Fall bestens beschützen kann, denn der Mann hat wirklich Kraft. Der hat mehr als Kraft. Ich glaube, zu wissen, er war der stärkste Mann der Welt. Und Olympiasieger. Und Olympiasieger. Wobei ich sagen muss, und jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig formulieren, hoffentlich guckt meine Frau die Sendung jetzt nicht. Ne? Also ich habe mich schon das letzte Mal, als sie da war, unsterblich in sie verliebt. Ich habe versucht, mich mit Genen jünger zu machen. Ich habe versucht, heimlich zu trainieren, aber ich habe keine Chance bei ihr. Sie ist bildschön. Sie ist eine Moderatorin jetzt ohne Blödsinn. Die könnte über einen Pfefferminzplatz eine 3-Stunden-Sendung moderieren und ich würde an ihren Lippen hängen und würde zuhören. Sie ist bezaubernd, sie hat Ahnung von Sport, sie hat Ahnung von Musik. Sie ist, ihr werdet ja selber sehen. Wenn du so weitermachst, brauchen wir gar nichts mehr kochen. Da können wir gleich hier. Unsere Gäste heute sind Mareile Höppner und Matthias Steiner. Los geht's. Ich danke dir. Darf ich kurz zum Johann geleiten? Hallo. Servus. Auf einen fairen Wettkampf. Schön, dich zu sehen. Ja. Das hat aber gerade was von Let's Dance mit euch zwei. Ne? Also, da muss ich schon sagen. Das war schön, oder? War sensationell. Und ich habe direkt gemerkt am Anfang, ich habe schon keine Chance mehr bei dir. Klack, gib mir dir so einen Kerl an der Seite, ist das Ding durch. Wenn du gleich noch mal mit mir tanzt, auch noch in der Küche beim Kochen, dann können wir über vieles andere noch reden. Ehrlich? Oh. Okay. Wir werden drüber reden, wir werden drüber reden. So, aber erstmal fangen wir ganz kurz mit dem Kochen an, bevor wir ganz viele Themen durchsprechen, die mich wahnsinnig interessieren. Zum Beispiel, was ein Kühlschrank in deinem Leben zu suchen hat, aber kommen wir später drauf. Du wirst ja wunderbare, gefüllte
also ein gefülltes Dessert machen. Ja. Kochst du zu Hause ernsthaft? Ja oder nein? Sagen wir mal so, die Gäste kommen wieder. Wie beruhigend. Ich hoffe, es geht einigermaßen mit dem Essen. Also ich koche wahnsinnig gerne. Und was ich ganz gerne mag, ist mit Freunden gemeinsam kochen. Das heißt, wir stellen Zutaten hin, macht das so ein bisschen so, wie ihr das auch macht. Ja. Und dann macht jeder einen Gang zum Beispiel. Das finde ich unheimlich schön, ist kommunikativ. Alle quatschen, das ist richtig. Stimmt, vor allem, wenn du viele Freunde hast, sind immer Gänge dabei, die man essen kann. Ja, das ist das Schöne. Dann lädt man lieber noch mal ein mehr ein. Richtig. Genau. Calzone sind ja normalerweise eher ein deftiges Gericht. Wir machen sie schön süß. Find ich gut. Du machst mit den Birnchen, mit den Nüssen schöne Füllungen nachher rein. Den Hefeteig habe ich dir übrigens schon angesetzt. Ja? Ja? Weil der müsste ja hier jetzt erst mal 20 Minuten noch ziehen, bis er wirklich gegangen ist, wo er hin soll. Ich bin jung, ich habe Zeit. Nein, alles gut. Das heißt unterm Strich, man nicht weiß beim Lichter nie, ob er noch überlebt, bis der Teich gegangen ist. Ne? Ja, also meine Liebe zu dir wird schon schwierig. Wenn du am Anfang würdest mit den Nüsschen nachher... Das wäre schon mal super, dass wir Füllung hinkriegen und dann den Teig gleich ausrollen. Da zeige ich dir einmal, wie es geht. Prima. Ich werde mich mal kurz an meine Putensaltimbocca machen. Weil Johann macht natürlich wieder einen Saltimbocca von was für einem Fisch, Johann? Seeteufel mache ich. Seeteufel, ist klar. Das teure Tier wieder. Mein Gott im Himmel, nee. Ah. So, Johann, dann erzähl mal ein bisschen. Ja, erstmal möchte ich gerne Matthias fragen, wie kann man in weniger oder in kurzer Zeit so viel abnehmen? Wie geht das? Indem man nur Karotten isst. Wirklich? Nur Karotten, aber nur Karotten essen und ab und zu mal ein Fenchel dazu. Ein Foto, wie du früher ausgesehen hast. Nein, mach das nicht. Doch, das möchte ich jetzt gerne mal zeigen. Bitte, zeig das uns böse. Das mal. Frauen ist das ja unheimlich, böse. Wenn Männer mehr abnehmen. Das ist das Hemd. Das ist das Hemd. Also, oh. Bitte? Sag mal. Papa, ich mache einen Sound dazu. Matthias, das ist ja so, ja, dass ihr früher, das weiß ich ja noch, als ich mit dir oft zusammen war, so ungefähr 8000 Kalorien am Tag gegessen habt. Bist du, ja. Bis zu 8000? Ja, musste. Wie schafft man das? Essen allein reicht nicht mehr. Also dann schon auch Kohlenhydrat-Shakes, Eiweiß-Shakes mit ja, dazu trinken, weil nach 2-3 Tellern war Schluss. Wie für Sie, also bei da stelle ich mir vor, 8000, weil jetzt das alles, was Sie essen würde, was da steht, keine das wären Ahnung, vielleicht 2000 Kalorien. Nein, das ist deutlich, ach Gott, wenn ich das Fett hier trinke, da habe ich schon ein bisschen was. Ja. Ein paar Eier dazu, Nougat. Aber Matthias, Nougat, eine andere Frage. Also ich würd sagen, Johann, bei dir sind weit weniger Kalorien als da drüben. Stimmt, dafür koche ich weniger, ne, Schatz? Ja. Ah. Sag mal, wie viele Kilo lagen dazwischen? Zum Frühstück, Nougat. Zwischen dem Foto 45. Jetzt? 45. 45 Kilo. Ja. Johann, nur damit du weißt, wie viel 45 Kilo jetzt wären, das wäre Mareile. Er hatte die praktisch um die Hüften gebunden und das war beides dann einer. Ja, seitdem gehen wir getrennt. Vorher Zwillinge und jetzt läuft separat. Und trotzdem sage ich nicht zu gut, also, obwohl es an meinen Hüften war, ne? Ja, obwohl manchmal sind Hüften, obwohl ich mag Johann so, wie er ist, davon mal ganz abgesehen. Wenn der jetzt abnehmen würde, wäre ich echt sauer. So, Johann ist doch der Sportliche von beiden hier, oder nicht? Ja, Johann ist, der ist übrigens tatsächlich ein genialer Sportler. Ist er, ja. Er joggt. Den musst du mal auf Skiern sehen. Na, Johann, da schmilzt der Schnee freiwillig. Wir sind schon zusammen. Wir beide sind schon zusammen Ski gefahren, gell? Gerodelt. Im Gegensatz zu dir, Horst, sind wir beide hier schon gerodelt und Ski gefahren. Was bist du? Entschuldigung. Ich habe jetzt nicht verstanden. Wir beide sind schon gerodelt und Ski gefahren. In wir Österreich. Zusammen. Ja. Ihr beiden nicht, zusammen, das hätte ich gerne gesehen. Nein. Nein, aber es war Spaß. Aber wir bleiben bei dem Thema Abnehmen, weil es ein wichtiges Thema. Jetzt noch mal im Ernst. Karotten ist ein Witz jetzt. Was isst man? Was macht man? Naja, das Wichtige ist eigentlich, dass man erstmal eine Bestandsaufnahme macht, was man macht. Weil, Herr Steiner, geben Sie mir einen Tipp und ich weiß nicht, was man gegenüber wirklich isst und wie es sich bewegt. Es ist eine Mischung aus Bewegung und Ernährung logischerweise. Nur wir wissen halt heute nicht mehr, wenn wir Fertigprodukte kaufen, was wo drin ist. Wir kriegen ständig was angeboten, egal wo, welcher Bäcker, Brezen, Getränke und so weiter. Und wir essen mehr, als wir dann eigentlich registrieren. Weil wenn ich jetzt zu Mittag einen Schnitzel esse, weiß ich es ja. Wenn ich aber einen Coffee to go habe mit extra Karamell und noch eine Brezen dazu und das schiebe ich mir rein, wenn ich telefoniere, am nächsten Tag danach gefragt, weiß ich es halt dann nicht mehr. In der Regel. Ich weiß das Schnitzel noch, aber das nicht mehr. Das heißt, man sollte bewusst. Ja, weißt, wo beginnt gesund? Ein Apfel, fünf Äpfel, was ist gesund? Da gibt es keine Regel. Aber bewusstes Essen spielt eine große Rolle. Und das heißt aber trotzdem genießen, weil ohne Schnitzel kann ich halt auch nicht. Das ist so. So, also wir machen jetzt bewusstes Kochen. Ich habe Reis.
Reis und diese Sojabohnen sind auch sehr gesund. Ich habe die kurz in Butter angeschwitzt, den Reis, Basmati-Reis, Zitronen-Thymian dazugegeben. Und jetzt kommt drauf Brühe, und zwar Hühnerbrühe. So ungefähr die Masse 1:2 nehme ich immer. Achtung! Und jetzt kommt darauf dann ein Deckel. Das wird jetzt einmal aufgekocht, und dann wird das Ganze einfach nur ziehen lassen. So, dann haben wir schon mal den Reis. Und was machst du genau jetzt, Matthias? Ich bin immer noch bei den Karotten, weil nachdem du mich... kläglich hast scheitern also, lassen. Du genießt aber auch Schnitzel. Immer noch nicht richtig, oder? Doch, so ist es wunderbar. Ist ganz wunderbar. Feine Schüle und Fenkel bitte. Auch. Du isst auch noch richtig. Es ist jetzt nicht so, dass du nur Möhrchen isst. Das sehe ich aus dem, was du nein, passiert. Um Gottes Willen, da würde ich Hunger kriegen. Sehr gut. Von einer Möhre zur nächsten. Nein, ja, das, ich meine, das Glück ist natürlich, dass die richtig guten Wiener Schnitzel gibt es ja halt dann meistens nur in Österreich. La, 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 la. Oder? Und deswegen bin ich da nicht so oft konfrontiert damit. Nein, ist ein Scherz. Nee, es gibt wunderbare Sachen ein hier. Ein guter Schnitzel ist ein Traum. Ist ein Traum. Aber ein Traum. Ich glaube, wenn ich genießen möchte, dann muss ich auch bewusst sein. Und vor allem, wenn man dann schon Schokolade isst, also dann, ich kann keine über, Sekunde Reue. Ich kann Horst über einen Schnitzel, wie man das richtig herstellt, glaube ich, einen Vortrag halten, der geht eine halbe Stunde. Und dann hättest du aber in Stenno gesprochen. Nee. Das weiß ich. Weil ich vergesse nie, wie Johann mir das erste Mal gezeigt hat, wie man ein echtes Wiener Schnitzel macht. Das ist nicht einfach. Und wenn irgendjemand in Deutschland behauptet, ich würde viel Butter benutzen, ja? Dann soll er mal Johann gesehen dann soll er da mal rübergehen. Allerdings muss man auch dabei sagen, sein Schnitzel ist natürlich auch was so Tolles. Du musst das Rezept von Johann nur vorlesen in der Nähe eines Bauernhofes, wo Schweine groß werden. Und die rollen sich freiwillig Richtung Gatter, um dabei zu sein. Ja. So. Aber Mareile, ich hatte eben mal anmoderiert, dass du mit einem Kühlschrank was Besonderes hast. Und da möchte ich aber von dir erzählt wissen. Mit dem Kühlschrank. Großer Kühlschrank-Party, das gebe ich dir noch als Tipp. Der Kühlschrank war es am Ende nicht ausschlaggebend, sondern der Kerl, der drauf saß, das war nämlich mein zukünftiger Mann. Wir haben uns auf dem Kühlschrank kennengelernt, also das mit dem Essen und der Leidenschaft. Lass das mal ganz kurz so stehen. Ist so. War der Kühlschrank auch so groß wie der hier? So, nicht ganz so hoch. Ja, weil ich gerade überlege, ihr wart beide auf dem Kühlschrank. Ja, wir haben auf dem Kühlschrank gesessen. Nein, der war natürlich ein bisschen niedriger und er war auch noch gefüllt danach. Also es ging weniger um den Kühlschrankinhalt als mehr um das, was drauf saß. Und das war eben der Mann und das hat gut funktioniert. Und er hat mir noch in der Nacht gesagt, dich heirate ich mal irgendwann. Was? Hat er gesagt. Das heißt, also, meine ich erzähl so viel, ich hab das schon wie so eine Briefmarke gewalzt. Wie dünn hättest du das gern, Schatzel? Hä? Ah. Sehr dünn. Mausebäckchen, ja, noch ein bisschen dünner, ja. Pass auf, du darfst da ruhig mehr Druck arbeiten. Aber was, lass was da vom Teig. Wo ich das mal bei dir Teig gemacht habe, war einer zu wenig da, ne? Das stimmt. Du hast hier so ein bisschen Mehl. Ich würde es dir gerne wegmachen, aber... Bitte. Matthias, hast du deine Frau auch im Kühlschrank kennengelernt? Nein. Nein? Ich war auch so cool. Du warst so cool. Hast du auch im Kühlschrank gesessen, nein, oder was? Ich habe gelesen. Ich habe sie dadurch überzeugt, dass ein Gewichtheber lesen kann. Deswegen. Hast du ihr was vorgelesen, oder deswegen, wie? Nein, es war eine öffentliche Lesung. Ich habe aus einem Glückswörterbuch vorgelesen. Was? Und aus dem Wörterbuch? Das Wörterbuch der Optimisten. Also, ach so. Ja, und da habe ich einen Teil vorgelesen. Mit dem Buch hast du sie rumgekriegt. Ja, sie war dann im Publikum und ich dachte erst, das ist eine Privatveranstaltung. Ja. Dabei war die dann doch öffentlich und da haben wir uns kennengelernt das erste Mal. Aber ja, das hat dann so seinen Lauf genommen. Sehr schön. Es gibt aber einen Kerl, da darfst du ruhig jetzt offen sagen, da würdest du sogar mit Erlaubnis deines Göttergattens durchbrennen, ne? Sag's ruhig, wer es ist. Na komm, haus raus. Haus raus. Horst Prinz Harry. Das. Nein, ich finde wirklich, man kann ja zu diesem Thema stehen, wie man möchte. Ne? Wir aber was hat Prinz Harry? Nee, das ist der Lustigste in der ganzen Mannschaft. Und ich mache ja viel mit den Königshäusern, bin ich unterwegs, darf berichten von dort. Und ich stelle mir mal vor, der macht die lustigsten Partys. Okay, bei Kostümpartys muss man vorher ganz ernstes Wörtchen mit dem reden. Aber, aber sonst... Obwohl, ich kann mir genau vorstellen, was dich da so beeindruckt. Erzähl. Lass mich mal nachdenken, was man dann haben muss.
Man lebt auf einer Burg. Man ist Pilot. Man hat ist mit Prominenten auf Du und Du. Und man ist königlich. Kann es sein, dass Prinz Harry auch Johann sein könnte? So ist es. Ja? Jetzt verstehst du mich, oder? Ja. Damit ist alles geklärt, genau. Jetzt manchmal braucht verstanden. Eine Frau eben einen Prinzen. Das so. Stimmt. Oh, nee. Oh, genau. So, pass auf, ich habe übrigens ganz kurz die Putenbrust fertig gemacht, wie es als dem Bocker halt so ist, mit Salbablättchen, mit Schinken eingewickelt, gewürzt. Brate ich jetzt kurz von beiden Seiten an, dann weg. Mehlig kochende Kartoffelchen sind am Kochen. Jetzt habe ich hier ein bisschen Milch mit frischer Blattpetersilie. Das werde ich aufmixen und das stehen lassen. Gut. Ja, ich schaue genau zu. Mhm. Weil das kommt nachher mit der Butter, aber ganz zum Schluss erst noch mal kurz warm gemacht unter den Kartoffelstampf. Dann werde ich hier vorne meine Champignon-Ragout machen. Aber das dauert noch einen Moment. Du füllst jetzt gleich erstmal. Ja. Soll ich dir einmal zeigen? Ich arbeite das hier noch wie ich das gerne aus. Hätte. Ja, bitte. Ja? Ich arbeite hier streng nach Anweisung. Anders als bei mir schön. In der Küche. Da ist alles frei. Jetzt nimmst du ein bisschen hier von dem Birnenragout mit den Nüssen. Da ist das Studentenfutter drin. Ich liebe ja. übrigens Studentenfutter. Das Beste ist, ich gehe häufiger auf so Veranstaltungen, weil ich dann dort arbeite irgendwie. Und dann ist so ein Abend lang. Und das Beste ist, man hat in der Handtasche Studentenfutter. Nur, man muss sich überlegen, das Gespräch danach muss man dezent halten. Denn man hat hier immer Nüsschen und Rosinen. Ne? Das ist besser, wenn man danach so weiterredet. Aber sonst ist super. So, wir haben jetzt hier als erstes zunächst mal, oder hat der Matthias was gemacht? Erzähl mal ganz kurz. Ja, keine Ahnung, ich habe Karotten geschält und Fenchel geschält. Ja, ja. Aber du hast es auch mariniert. Du hast es. Das klingt immer so, Ceviche, oder wie? Ceviche, das ist eine Spezialität Ceviche. Aus dem Süden Amerikas. Ceviche. Das also man, ist roh mariniert, ja, genau. Achso, man könnte auch sagen Karotten-Fenchel-Salat. Genau. Gut. Ja, also, und okay. Salz, Pfeffer, Weißweinessig. Ist übrigens was ich immer verwende. Ist mir eigentlich lieber als der rote, also der Balsamico-Essig, der rote Balsamico. Genau. Und ja, Olivenöl, Ahornsirup. Genau, und jetzt schneidest du bitte Ingwer zusammen, Chilischote ohne Kerngehäuse und die roten Zwiebeln. Aber Ingwer nur wenig, oder? Weil er genau, doch, Ingwer nur wenig und dann tun wir nachher die Akkus, musst du damit marinieren mit etwas Zitronensaft und Olivenöl. Gell? Okay, feinwürfelig oder bist du? Ganz feinwürfelig, genau. Und ich mache jetzt hier gerade das Paprika Kompott. Ich habe hier einfach Paprika angeschwitzt, jetzt kommt hier Paprikasaft drauf, den habe ich entsaftet, Currypulver reingegeben, etwas Ingwer und das lasse ich jetzt richtig schön einkochen zu einer sämigen Soße. Das gibt es nachher zu unserem Seeteufel Carpaccio. Hier kocht der Reis. Der Reis wird einmal aufgekocht, dann wieder zurückgeschaltet auf Stufe 2. Und dann seht ihr hier so langsam, dann fängt es an zu, das heißt, es fängt jetzt alles an, die Flüssigkeit zu verdampfen. Und dann wird der Reis schön bissfest. Matthias. Wie fehlt denn der Knoblauch hier? Da passt er nicht rein. Der Knoblauch ist hier. Ah. So. Wunderbar. Was nicht fehlen darf, wenn du hier warst, das sind natürlich auch die Momente deines Erfolges. Olympiasieger in Peking. Genau. Schon ein bisschen her. Bisschen her, komm, ja. Ich schaue uns mal ein Foto an. Das ist ja ein Moment, den wir nie vergessen werden. Matthias, ja, danke wie schön. Fühlt sich sowas an? Na, ganz ehrlich. Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist wirklich schwer zu sagen, weil es ist jahrelange Arbeit mit ungewissem Ausgang. Weil klar, wenn man dann irgendwann Olympiasieger werden, irgendwann reift dieser Gedanke auch. Aber letzten Endes, ob es dann klappt oder nicht, das ist eine Sekunde, die darüber entscheidet. Und wenn man dann die Entbehrungen weiß, die man so mitgemacht hat, das weiß der Außenstehende an sich ja nicht. Und deswegen ist es schwer zu sagen. Eher so 1000 Ketten, die um einen so ein bisschen herumgespannt sind und plötzlich fallen die ab. Also es war wirklich so, ich habe vorher den Druck nicht gespürt, den ich dann tatsächlich hatte. Und das habe ich erst hinterher gemerkt. Hinterher habe ich mich dann einfach befreiter gefühlt. Aber ja. Ich war ja da mit einer Frau und mit einem Schwiegereltern, war ich ja dann in London, wo ja das Missgeschick passiert ist. Ja. Das ist natürlich dann ein anderer Moment, oder? Ja, also, dir ist sicher auch schon mal ein Schnitzel angebrannt, ne? Ja, aber. Ja. 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 Ja.
Risiko. Das Risiko eines verbrannten Schnitzels ist nicht vergleichbar mit dem, was du aufs Spiel setzt. Man muss es nicht essen, meinst du, gell? Ja, das stimmt schon. Und ich hätte dir gerne noch eine andere Show geboten, aber die war leider zu früh zu Ende. Aber schön, dass du da warst. Das hat mir Spaß gemacht, hat mich aber gefreut. Trotzdem, natürlich ist es nicht einfach, gell? Machst du heute noch Sport, regelmäßig? Ab und zu. Nein, macht er gar nicht. Das kommt von nichts. Johann, das war die geilste Frage der Sendung, ehrlich. Ich war provokativ, weil ich wissen will, was er macht. Nein, ich koche nur und die anderen essen. Er kegelt jetzt. Er spielt Schach, Großmeister jetzt. Du plädierst für Bewegung oder überhaupt für beides, Ernährung und Bewegung. Was machst du? Weil beides eine große Rolle spielt natürlich. Und man soll immer nur das machen, was Spaß macht. Ich mache nach wie vor Gewichtheben, aber wirklich nur einmal die Woche, weil ich die Zeit einfach nicht habe dazu, es öfter zu tun. Und dann nur eine Stunde und dann Radfahren. Wobei Radfahren auch immer schwieriger wird. Mit dem Rennrad braucht man doch ein paar Stunden. Und ich habe jetzt ein Klapprad im Auto stehen. Das steht immer hinten drin, 8 Gang, geht super. Und egal, wo ich hinkomme, dann nehme ich das raus und fahre. Also Bewegung geht immer und überall. Und jede Treppe nutzen, alles mögliche. Also wirklich die Alltagsbewegung, weil es wirklich so ist, jeder, der arbeiten geht, jeder, der einen Beruf hat, hat keine Lust mehr, dann noch 2-3 Stunden irgendwo dran zu hängen. Das ist ein wahnsinniger Aufwand. Und deswegen baue ich das in den Alltag ein. Und das reicht wirklich. Es reicht. Hast du einen Schrittzähler? Nein, habe ich nicht. Ich empfehle das natürlich für Menschen, die erstmal überhaupt einen Richtwert haben wollen. Das ist wie bei Kalorien auch. Ich zähle nicht Kalorien, aber die sind dazu da, um einen Messwert zu haben. Aber Schrittzähler hilft. Nein, habe ich nicht. Aber das ist so. Ich habe das im Gefühl. Die Waage betrete ich nur einmal im Monat. Das reicht auch vollkommen, weil meistens eigentlich der Gürtel der Indikator ist. Also Gürtel sollte immer im selben Loch sitzen. Deshalb trage ich keinen Gürtel. Nein, ich lasse den Gürtel immer weg. Wichtig ist, dass der Gürtel am selben Loch sitzt. Nur man sollte auch den gleichen Gürtel behalten. Ne? Hilft auch. Also dazu habe ich natürlich was Sensationelles. Steht keine Marke drauf, aber ich aber zeigen darf. Das ist ein Gürtel. Für alle, die Figurprobleme haben. Was der hat keine Knöpfe. Der hat einen Ratschverschluss. So einfach ist das. Ich erzähle ja nie mit, wie oft der klickt. Das ist das Schöne da dran. Ich finde das sensationell. Ich finde das Allerbeste ist eine Schürze vorhängen. Da hat man gar keine Probleme. Ja, das sieht übrigens sehr süß aus. Und manch einer wäre jetzt gerne Schürze. Thema Na, hallo. Du hast ganz tolle Sachen erleben dürfen. Unter anderem hast du auch wahnsinnig tolle Prominente kennengelernt. Mein Sohn isst so gerne Teig. Möchtest du ein bisschen was, Schatz? Mama hat sorgsam gearbeitet, Entschuldigung. Pack ruhig ein. Guck mal, hier ist eine Schublade. Was für später? Nee, da kommt Personalessen rein. Mach ruhig rein, komm. Ja. Ich schieb das mal ganz kurz in den Backofen. So, für Johann für später. Das ist ja auch eine Schande, wenn man das nicht verarbeitet irgendwie. Da habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Ich mach noch mal eine Runde, was soll's. Jetzt nimm doch endlich mit, Mensch. Ich pack mir es ein für später. Ja. Pass auf, ich möchte aber trotzdem noch mal drauf zurückzukommen. Ja, bitte, genau, ich hatte dich unterbrochen. Das macht nichts, weil ich kenne keine Frau, die nicht sofort dahin schmelzen würde wie Butter in der Sonne, wenn George Clooney hier reinkäme. Ja, guck mal da, was die am Stöhnen sind, ne? Ja. Hast du den mal kennengelernt? Ich hab George Clooney tatsächlich auch getroffen. Ich durfte schon einige Hollywood-Stars treffen. George Clooney war allerdings folgende Begegnung. Ich stand in einem Raum mit mehreren Menschen und hatte dann anschließend das Gespräch mit George Clooney und fragte nur, hat irgendjemand den George Clooney denn schon gesehen? Dann dreht sich vor mir jemand um und sagt, ja, hello, my name is George Clooney. Ich schwöre euch, das ist der Moment, wo du dir wünschst, du hättest dir was aufgeschrieben, dass du in dem Moment rausholen kannst, irgendwas Kluges. Ja, wieso hast du den nicht erkannt? Na, ohne Kaffee. Ja, genau. Dann wär's gegangen. Ne? Ich schmelz jetzt den Nougat. Ja, wieso hast du den nicht erkannt? Der ist ganz schmal, ganz klein, übrigens ähnlich wie Brad Pitt. Und die fallen einem ehrlich nicht so vor. Wie groß ist der so? Hallo, mein Name ist George Clooney. Ja. Du könntest in Hollywood anfangen. Es ist ein halber Horst ungefähr. Ein halber Horst? Nein, nicht ganz. Weißt du, was auch weil das noch stimmt eine ja ganz tatsächlich, weil ich habe mal gehört, dass der Sylvester Stallone in seinen Filmen
wenn da eine große, schlanke, tolle Schauspielerin bei ist, dass sie für die so einen Graben ausheben. Ja, damit haben wir er ja so für immer mich der auch Größte hier gemacht. Ist, ne? Sie sollten mal hier hintergucken, was hier los ist. Ja. Ja. Ja, ja. Er läuft die ganze Zeit mit dem Schemel rum. Nein. Nee, aber man ist bei dem einen oder anderen tatsächlich sehr überrascht, ne? Ja, auch ganz, ganz positiv natürlich, ja, was einem für wahnsinnig tolle Dinge passieren, aber man ist aber auch manchmal optisch überrascht. Spannend überrascht. Ja. Jetzt möchte ich von dem Herrn Fuchsberger noch eine Geschichte hören. Joachim Fuchsberger, ganz, ganz toller, beeindruckender Mann. Ich glaube, das ging ganz vielen so. Es gibt ja so Leute, bei denen man sagt, irgendwie mit denen ist man gefühlt so groß geworden und der war in der Talkshow bei mir, saß neben mir und hatte so ein goldenes Kettchen an seinem Sakko hängen. Und dann habe ich gesagt, ne, Herr Fuchsberger, danke schön. Bevor es hier alles anbrennt, was haben Sie denn da hängen? Und dann sagt er, ja, ziehen Sie doch mal. Ich, sind Sie sicher? Ja, ja. Und dann habe ich gezogen. Es wurde immer länger, das Kettchen, immer länger. Ich sag, peinlich, wie soll das ausgehen? Es war am Ende sein Hörgerät. Nee, wir haben keine. Schokolade, das reicht so, das ja. Das ist wunderbar. Prima. So, pass auf, jetzt haben wir den Nougat mit Sahne schön flüssig gemacht. Und das hier ist natürlich eine Diät, die brauchen ja Gewichtheber im Aufbau. Das, nicht damit nachher. Hat er ja so abgenommen, ne? Genau, das, damit hat er abgenommen. Ja, ja. So, du hast jetzt alles soweit vorbereitet. Das heißt, du könntest jetzt in die Spülküche gehen, oder? Nein, das räumst du einfach auf Seite. Bestellt, ne? Nein, das räumst du kurz auf Seite, ja. Da hast du ein bisschen Platz. Weil jetzt du, ich mach daraus noch ein paar, ich habe ja noch Teig. Ja, dann mach noch ein paar, weil die sind schön am Backen. Wunderbar. Die brauchen noch ein klein bisschen. Ich bin die Champignonsoße, Dragur machen. Ich habe Petersilienmilch eben mal ganz nebenbei gemacht. Das heißt, die Milch mit frischer Petersilie, schön aufgeschäumt. Jetzt mit ein bisschen Butter warm machen. Wenn man mal hier reinguckt, Petersilienmilch mit ein bisschen Bütterchen jetzt. Ne? Die kommt nachher langsam unter den Kartoffelstamm. Und dann habe ich hier das Pilzragout. Das heißt, Pilzragout, Zwiebelchen mit ein bisschen Butter, die Pilze schön angehen lassen, mit ein bisschen Gemüse vor, Sahne einreduzieren lassen. Weil ich mag nicht, wenn man nachher bindet mit Kartoffelstärk oder was. Nee, kriegt so eine wunderbare Geschichte. Schön. Ja? Ich habe zwischendurch den Seeteufel in Mehl meliert, dann habe ich Eier und Parmesan vermischt und das Ganze jetzt quasi eingewickelt. Der Seeteufel wurde vorher mit Pfeffersorten eingerieben, ohne Salz. Und jetzt lassen wir den Fisch hier ganz langsam ausbacken. Daneben haben wir diesen Paprikasaft mit dem Paprikawürfel, Ingwer und so weiter. Und hier sehen Sie diesen schönen Reis mit den Sojabohnen, ja? Und den Karotten, so. Gut, das kocht jetzt alles. Und nee, sieht fast ein bisschen aus wie Wiener Schnitzel. Ja, das ist halt im Bock nur mit Parmesan. Da muss man natürlich wenig Hitze nehmen, sonst wird das zu schwarz. Und das tun wir jetzt schön ziehen lassen, dann raus. Ist das in geklärter Butter, Johann? Das ist, das ist eine Mischung aus Butter, aus Rapsöl und aus Pflanzenöl. Drei unterschiedliche Dinge. Ja. Damit und dadurch kann man es ein bisschen heißer machen. Genau. Ne? Nee, damit man den Butter, damit man den Buttergeschmack hat schön. Und das ist also der Fisch nachher. Ja. Das muss ganz, fass mal hier drauf. Ich fass mal drauf. Moment. Das ist ganz saftig. Das ist ganz weich. Siehst du, wie ein Kinderbrot. Oh. Siehst du hier. Ja, so richtig weich. Der Fisch darf nicht zu trocken sein. Aber nicht sein, alle. Ja? Komm, ich möchte auch noch was essen. Ja. So. Ja. Sag mal, Matthias, wenn ich jetzt so deinen Hintern sehe, da hat dir doch schon manch einer dran gepackt, ohne dass er durfte, ne? Ja. Oder? Ich bin ausgerissen jetzt. So, Matthias, das mit dem weil du hast ja mal erzählt, nicht, dass die jetzt was Falsches von mir glauben. Nein. Ja, das mit dem Durf, da hängt natürlich dann zusammen, je nachdem, wie die Person aussah, ne? Also das kam und kommt tatsächlich öfter vor, aber meistens bei Veranstaltungen, wo viel los ist, weil da fällt es nicht auf. Hörst du? Nein, hier ist weniger. Hör auf. Aber Horst, apropos packen, backen. Jetzt erzähl die Geschichte. Nein, will ich nicht. Nein, ich war woanders. Ich hätte dir einen Arsch wollte dir einen Diät-Tipp geben. Du hast vorher gesagt, du schiebst immer so viel Essen zwischen die Backen. Du müsstest einfach zwischen die anderen Backen schieben, dann nimmst du nicht zu. Wäre doch eine Idee. Ich meine, ja.
Das wäre natürlich schade. Schade ums Essen, aber gut für dich. Ja. Vor allen Dingen, wenn du die Serviette dann nimmst, die gibt's auf Rollen, ne? So. Nein, ich fand einfach die Geschichte genial, dass man als Prominenter, wenn man irgendwo ist, und da sind sehr viele Menschen, und gerade wenn Frauen kommen. Naja, beim Fotoschießen dann schon, ja, ja. Weil es stehen dann meistens viele Leute rundherum, es ist alles sehr, sehr eng. Ja. Und wenn man ein Foto macht und die Hand rutscht einfach mal runter, ja, sieht dann niemand, weil ja, ja, halben Meter dahinter schon der nächste steht. Und wenn wir klar. Männer dann aber bei Frauen machen würden, wäre es sexuelle Belästigung. Total, ja, ja. Und wenn es umgekehrt ist, ja, musst du dich freuen. Ich fühle mich diskriminiert, ja. Ja, es tut mir so wahnsinnig leid für euch. Ja, ja, komm, weil meinst du, wie oft ich schon rückwärts in eine Veranstaltung rein bin, in der Hoffnung, und packt einer an. Aber nicht. Johann, jetzt ist das Geheimnis raus. Jetzt weißt du, warum ich meistens dann am roten Teppich so reinrenne. Weißt du? Kommt aber keiner, ne? Ja. Da komm, dann erzähle ich auch noch einen, Johann. Komm, also jetzt habe ich auch noch einen. Ja, also, pass auf, zwei Männer sehen sich zufälligerweise im Supermarkt, ja, und bemerken voneinander, dass sie was suchen. Weißt, also beide Männer suchen und die sehen sich und merken, der andere sucht auch was. Und da fragt der eine irgendwas, sagt er, sag mal, Alter, was suchst du denn? Er sagt, ja, meine Frau. Er sagt, Mensch, das ist ein Ding, ich auch. Wie sieht die denn aus? Er sagt, also pass auf, meine ist 1,80 groß, blond, so Möpse, so ein Hintern, so High Heels, Minirock bis hier. Und deine, sagt er, vergiss meine, wir suchen deine, komm mit. Entschuldigung. Er hat angefangen. Nein, ich freue mich, dass es hier echt eine Frauensendung ist. Also super, wir kommen hier gut weg. Sehr erfolgreiche Kochsendung geworden, ja. Ja, absolut. Mit Stampfisch, die heißen Kartoffeln mit Butter. So. Ja. So. Okay, lass es raus. Mein nein, nein, Gott. Jetzt ist gut. So. Nein, nein. Dann kannst du Kartoffeln machen, gell? Aber guck mal hier mit der Petersilienmilch. Ja, mit der lenk ruhig auf Petersilienmilch. Will ich jetzt auch sagen. Nee, aber wenn du möchtest, kannst du auch etwas Böses über Männer sagen. Ich finde, dem kann man nichts mehr nachbringen. Ihr habt es selbst so schön erzählt. Wir wüssten noch viel mehr. Nein, das steht. Ja, nein. Nur viel böser. Im Grunde genommen sind Frauen bei diesen Dingen ja ganz klug. Sie schweigen und am Ende sagen sie aber, wo es lang geht. Hm? Zu Hause. Matthias? Bitte? Komm, probieren. Jetzt guck doch mal den Fisch an hier. So, probier mal ein Stück. Ich schneide den Bus noch mal ein Stück durch. Schau her. Der Saft hier, der rauskommt, guck mal. Der Saft. Mm. Also, wozu habe ich die Beilage gemacht? Unsere Johann? Besten Tester sind das Publikum. Komm, wir gehen jetzt mal hier. Oh. So, wer? Oh, 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 oh. Wer mag mich? Alle. Du glaubst, sehr heiß. Sie ist der größte Fan. Sehr heiß. Komm. Hier. Ja, so nehmen, klar. Danke. Und hier vorne auch. Magst du Fisch? So. Oh, danke schön. Aber was ich vielleicht ganz kurz noch klären möchte, dreh dich mal rum. Ja, also, jetzt nichts Böses. Das war ich nicht, kein Mehl an den Händen. Nichts hier, kein Mehl. Ja, das warst du selber. Ja, ja, klar. So, pass auf, bei mir ist mein Saltimbocca fertig, die Petersilienkartoffel ist fertig. Und jetzt können wir beide kreativ werden. Vielmehr du. Das ist eine Aufgabe, genau. Weil das Nougat ist fertig. Und jetzt gibt es ja verschiedene Arten von Möglichkeiten, das anzurichten. Weil die sind auch fertig. Jetzt kannst du natürlich schön irgendwo hier ein bisschen Nougat machen. Du hast da vorne noch Puderzucker stehen, du hast die Beeren noch da stehen. Gut. Und machst hübsche Teller. Ich würde es ja hübsch, wie folgt machen. Aber das liegt natürlich nachher bei dir. Das ist auch eine gute Pädagogik. Das war ja auch immer mit meinem Sohn. Ich würde, also du kannst es machen, wie du möchtest, aber man könnte es auch so machen. Ja. Okay, ist verstanden. Ja, also ich würde jetzt hingehen, ein bisschen Nougat. Ja. Und wie Johann auf dem Teller malen.
Das ist moderne Küche. Dann holt man sich so ein heißes Ding hier. Oh Sieht Gott, sind die heiß. Aus. So, wir machen es einfach mal hübsch. Dann nehmen wir ein bisschen Puderzucker. So, weil anrichten ist ja auch ganz wichtig. Musst du noch Kartoffelchips machen, gell? Ja. So. Machen wir noch ein bisschen Grün. Ein bisschen Minze. Würde ich jetzt hier so hin, wenn ich dich dein Kunstwerk zerstöre. Nein, das kannst du mir jetzt gar auf die letzten Meter nicht verderben. So, mit dir. Das wäre zum Beispiel ein Dessert der Sterneküche. 32,74 Euro. Wir könnten es aber auch anders machen. Ja, wir haben ja Teller genug da und genug Schokolade. Machen wir jetzt die 11-Euro-Variante? Jetzt machen wir die 11-Euro-Variante. Einfach Nougat oben drauf kloppen. Moment, ich gehe noch mal eins. Lecker, ne, Johann? Also ich muss sagen, Horst, die Soße schmeckt super. Gut, lecker, ne? Man könnte den Eindruck bekommen. Dankeschön. Ja. Und weil Nougat so diätmäßig unterwegs ist, machen wir noch ein kleines Hüppchen oben drauf. Betreutes Dekorieren ist Und da das ich Puderzucker liebe, kommt ein bisschen Puderzucker drauf. Das wird mein Teller. Sieht sehr gut aus. Dann machen wir auch mehr Blaubeeren. Und jetzt gebe ich dir zu raten, welcher von diesen Tellern heißt eventuell Johann oder der andere Horsti. So. Käme ich nie drauf. So. Weißt du, so kann man das nämlich. Und hier hast du ja noch ein bisschen von der Chips Füllung. Ja, das können wir doch auch noch dazu machen. Sieht sehr gut aus. Ach so. So, aber du darfst noch weiter anrichten, weil ich muss auch noch zwischendurch. So. Das Essen fertig machen. Wenn man so einen Reis schön dekorieren möchte, dann geht man her, man hängt die Blätter einfach rein in den Ring. Dann tut man den Ring mit Reis voll machen. So. Abschöpfen. Natürlich festdrücken, dann die Stängel oben reindrücken auch. Noch mit Reis voll machen, schön. Hast du was zum Abschöpfen? Ein Sieb? Das habe ich dir hingelegt, da hinten. Oh. Hinten am Tisch hinten. So, schon mal schön festdrücken und dann den Ring hochziehen. Hast du außen die frischen grünen Blätter. So. So, dann haben wir als nächstes den Fisch, den machen wir jetzt oben drauf. Alles in Ordnung? Ja, das ist gut. Ich hab Spaß. Ach, herrlich. Johann, du darfst ruhig weiterreden, wenn du arbeitest. Das ist Fernsehen. Das ist mit Ton. Ich bin verliebt in meine Speisen. So. Jetzt habe ich hier schon Jetzt habe ich hier dieses Paprikasalsa. Das machen wir jetzt außen und rum so ein bisschen. Haben wir noch einen Teller? Nicht zu viel, es ist sehr scharf. Schublade oben. Blaue Schublade oben. So. Also ich habe hier die Dreier-Variante fertig. Und dann machen wir darauf noch ein bisschen sehr grünes. Sehr gut, aus. Faust, mal rein. Grün. Handtuch, da. So, Leute. Das ist erstmal der Seder. So. Seedorf ist fertig und jetzt machen wir dann deinen Teller, gell? Mhm. Und zwar, wir nehmen, welchen Teller haben wir schon? Den schwarzen. Wo ist denn der schwarze? Hier. Ah. Machen darauf erstmal. Oh, das sieht doch schon auf Weiß gut aus. Ha? Das sieht doch schon auf Weiß gut aus. Wir machen jetzt erstmal den Salat in die Mitte. Gut. Wie schmeckt der gut? Noch nicht gekostet. Ich bin gerade bei den Chips. Hm. Hm. Chips halt. Machst du da Zucker rein oder was ist das? Salz. Aber sonst muss ich dir sagen, Kompliment hervorragend. Danke. So, und jetzt machst du in die Mitte drauf diese schönen Jakobsmuscheln. Hier, guck mal, wie die aussehen. Super mariniert, roh mariniert mit Limettensaft, mit Chili, mit roten Zwiebeln. Hervorragend. Jetzt schön drauf damit. Außen drauf oder nicht, bist du in die Mitte? Ja, kannst ein paar rundherum außen legen, bitte. Mhm. Und dann schön die Kartoffelchips drauf und dann hast du ein perfektes Essen. Besser geht's nicht.
dem mal zeigen dürfte. Guten Saltimbocca auf Pilzragout mit Petersilien-Kartoffelstampf. So, und jetzt, meine Damen und Herren, halten Sie sich zu Hause am Sesselchen fest. Komm, zeiget, Kind. Also, das ist unser Nachtisch, den gibt es in zwei Varianten. So kann es aussehen. Und wenn Sie mit Horst kochen, dann sieht es bitte so aus. Finde ich schön. Stellen wir euch so an den Rand. Sehr hübsch, da machen wir hier hin. Hier, die Rosen liegen nicht ganz ohne Grund. Ihr Lieben, es ist ja so ein bisschen Abschiedstour-Gefühl. Man kann Kochsendungen machen oder man kann Kochsendungen mit Spaß und Liebe machen wie ihr. Und das war ein großer Spaß. Dankeschön. Johann. Guck mal, ein bisschen aufgeregt. Viel Spaß. Bitte schön. Danke. Ja, ich leg die noch mal kurz hier hin, ich hol was zu trinken. So, wir zeigen jetzt mal hier, was wir gemacht haben. Noch mal in aller Ruhe. Und zwar hier, guck mal, mit Liebe. Marinierte Jakobsmuschel. Aber die Chips passen nicht. Warum? So, die passen doch. Horst, guck mal, das ist ja wahnsinnig lieb, dass wir eine Rose bekommen, Horst. Das ist mehr als lieb und das von einer Dame. Und das erinnert mich immer wieder an unser erstes gemeinsames Abendessen, Johann. Wo dieser nette Herr an unseren Tisch kam und sagte, wolle Rose kaufen? Ja. Wo du dann 25 ausgesucht hast, ich habe bezahlen müssen. Ja? Ja. Es war eine wunderschöne Sendung. Dankeschön, Michael. Dankeschön, Matthias. Dankeschön, mein Johann. Tschüss zusammen. Bis bald.